ist live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 5050. Jo, Leute, da sind wir wieder. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir melden uns live aus Köln. Ich freue mich, dass ihr da seid. Wir haben eine freie Themennacht. Das heißt, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, ganz egal über welches Thema, meldet euch bei mir unter 0800 220 5050 oder mailt ganz einfach unter domian@wdr.de. Mein erster Anrufer heute Nacht heißt Martin. Und Martin ist 20 Jahre alt. Hallo Martin. Hallo Jürgen. Jo. Schön, dass du da bist. Um was geht's? Ich freue mich auch, durchgekommen zu sein. Ja. Um was geht's bei dir? Was ist dein Thema? Ja, Jürgen, mein Thema ist halt, dass ich zwar erst 20 Jahre alt bin, aber trotzdem mittlerweile 60.000 Euro Schulden angesammelt habe. Oh, das ist viel. 60.000 Euro Schulden. Wie ist das passiert? Das ist passiert, als ich zu Hause ausgezogen bin mit 17. Meine Ausbildung angefangen habe, hatte ich Probleme mit meinem Geld umzugehen. Ja, was für eine Ausbildung hast du? Hast du angefangen? Ich habe als MTA wollte ich anfangen. Ja, medizinisch-technischer Assistent. Genau. Und ja, ich konnte nicht mit meinem Geld umgehen und habe dann, um das Ganze zu kompensieren, halt Bestellbetrug begangen, Kreditkartenmissbrauch, die ganze Palette eigentlich. Was hast du dir gekauft für das Geld? Was hast du gemacht mit dem Geld? Also ich habe angefangen damit, halt meine Einkäufe fürs tägliche Leben über die EC-Karte abzuwickeln, obwohl sie nicht gedeckt war. Geht das so einfach? Sehen die das nicht, wenn die das in dieses Kästchen eingeben, ob das gedeckt ist, ob es nicht gedeckt ist? Also wenn man diese PIN-Zahl eingeben muss, sehen die es, aber ich bin dann meistens in Läden gegangen, wo man nur unterschreiben musste. Ah, ja. Da sah man das dann nicht. Mhm. Und das ging dann so weit, dass ich mal in einen Computerladen gegangen bin und dann nach und nach 6 Laptops auf Rechnung gekauft habe. Was hast du dann wiederum mit 6 Laptops gemacht? Ich habe anfänglich einen für mich behalten, dann die anderen über eBay verkauft bzw. ins Pfandhaus gegeben und habe mir dann von dem Geld was zu essen und zu rauchen und Miete teilweise irgendwo bezahlt. Und dann irgendwelche EC-Karten an fremden Geldautomaten Geld abgehoben, die keinen Kontoabgleich gemacht haben. Wie? Fremde? Verstehe ich nicht. Ich sag mal, wenn ich jetzt eine EC-Karte von einer Sparkasse hatte, bin ich jetzt an so eine Direktbank zum Beispiel an den Geldautomaten gegangen. Ach so. Und dann konnte ich über mein Verfügungslimit dann halt das Geld abheben, auch wenn keins auf dem Konto war. Und dann habe ich mir irgendwann ein Auto, so einen kleinen auf Leasing gekauft, den ich nicht bezahlen konnte. Und ich hatte auch gar keinen Führerschein. Und bist dann auch ohne Führerschein gefahren, oder was? Ja. Also, das sind ja eine ganze Palette von Straftaten, die du da zu verantworten hast. Ja. Das fing mit 17 an. Mit 17 bist du von zu Hause weg. Jetzt bist du 20 Jahre alt. Wie ist die derzeitige Situation denn? Ja, also momentan bin ich arbeitslos, lebe von Hartz IV. Ja. Hab natürlich keine Möglichkeit, meine Schulden zurückzubezahlen. Hast du Anzeigen am Hals? Ja. Ja. Gibt es Prozesse? Stehen die an? Es steht ein großer Prozess an. Also ich bin letztes Jahr im Dezember, bin ich in meiner Wohnung von der Kriminalpolizei festgenommen worden. Bin den ganzen Tag über verhört worden, war eine Nacht im Polizeigewahr in meiner Wohnung. Bin dann am nächsten Morgen zwar freigelassen worden, aber mir wurde natürlich gesagt, letzte Chance und sieh zu, dass das nicht nochmal passiert und das Verfahren wird kommen. Ja. Bis jetzt habe ich noch nichts davon gehört, aber es wird irgendwann kommen. Ich meine, das sind ja keine Kleinigkeiten, das ist ja handfester Betrug, den du da auf dem Kerbholz hast. Nicht? Ja. 60.000 Euro Schulden, Lehre vermutlich abgebrochen? Ja, die Lehre abgebrochen. Ich habe eine Ausbildung zum Rettungssanitäter gemacht.
aber natürlich momentan ohne Anstellung. Mhm. Wie erklärst du dir das, dass du in diesen Strudel so hineingeraten bist? Eine richtige Erklärung dafür habe ich nicht. Es war also irgendwie aus der Not heraus. Ich wurde dann aber immer dreister und es war immer teilweise noch ein Drang dazu, das zu machen. War dir das währenddessen bewusst, was du da tust? Ich sag mal, es war mir kurz vorher bewusst, in der Zeit, wo ich es jetzt ausgeführt habe, wo ich zum Beispiel dann mit den Leuten gesprochen habe, die ja dann mir die Sachen mitgegeben haben auf Rechnung, denen ich dann irgendwie erzählt habe, wie viel Geld ich doch habe und wie viele Firmen ich doch habe, da war mir das eigentlich nicht bewusst. Und dann hinterher wieder, ich sag mal, wo die Sachen dann auch wieder weg waren, wo ich das Geld, was ich dafür bekommen hatte, ja, wo das auch wieder weg war. Und das warst du vorher, bevor du von zu Hause weggegangen bist, ausgezogen bist, gab es da auch schon so eine gewisse kriminelle Energie? Denn das ist ja eine kriminelle Energie, die du da beschreibst. Ja, also ich habe vorher, in der Jugendzeit habe ich meist Kleinigkeiten geklaut. Mhm. Also so Vorläufer gab es da schon. Vorläufer gab es da schon, ja. Wie stehst du heute zu diesen Taten, die du zu verantworten hast? Wenn ich in die Zukunft blicke, habe ich eigentlich ein bisschen Angst vor diesen Verhandlungen. Mhm. Ich fühle mich teilweise ein bisschen hilflos. Mhm. Aber auch das Problem, was eigentlich dazu kommt, obwohl ich mir nach dieser Nacht, nachdem ich freigelassen worden bin, eigentlich fest vorgenommen hatte, dass das nie wieder passiert, ist es doch danach auch wieder vorgekommen. Schon wieder. Ja, und weißt du, was ich jetzt eigentlich erwartet hatte als Antwort, nachdem ich gefragt habe, wie stehst du heute dazu, dass du gesagt hättest, ich bereue das bitter und ich hoffe, dass ich da irgendwie irgendwie rauskomme und ich muss nach vorne gucken und dass nie wieder sowas passiert und muss sehen, dass ich meine Schulden abbaue. Aber du scheinst ja noch gar nicht so weit zu sein. Ich habe mir das so oft vorgenommen, diese Schulden abzubauen. Ich habe mit der Schuldnerberatung auch Kontakt aufgenommen und alles. Hm. Aber ich weiß nicht warum. Es überkommt mich dann teilweise wieder, dass ich dann versuche, irgendwo wieder an Geld zu kommen, beziehungsweise an Dinge zu kommen. Hm. Es besteht ja die durchaus begründete Vermutung, wenn du so weitermachst, oder schon aufgrund dessen, was du getan hast, dass du in Kürze im Knast landen wirst. Ja. Und natürlich auch zu Recht, nach dem, was du getan hast. Ja. So. Und du siehst zu, wie du dir dein eigenes Leben kaputt machst. Du bist erst 20 Jahre alt. Ich meine, du hast jetzt schlimme Fehler begangen. Jeder macht Fehler. Leute machen schlimme Fehler oder weniger schlimme Fehler. Eigentlich ist es jetzt so gravierend schon, dass du die Notbremse ziehen solltest und für dich sagen solltest, ich habe so viel Scheiße gebaut, das wird lange dauern, ehe ich da wieder rauskomme, aber ich will da wieder rauskommen und ich will nach vorne gucken. Wenn du jetzt aber wieder anfängst, nachdem du eine Nacht bei der Polizei warst und den ersten Schock überwunden hast und dann wieder eine Straftat begehst, dann reitest du dich immer mehr und immer schlimmer rein. Ja, das stimmt, das ist mir auch bewusst, aber Jürgen, es ist in der letzten Zeit so, dass wenn ich sowas mache oder versuche, dass ich es zum ersten Mal, was ich vorher nie hatte, wirklich, wirklich bereue und dann auch weinend irgendwo im Bett liege oder am Schreibtisch sitze. Mhm. Und eigentlich, ich verstehe nicht, warum ich das mache. Das ist teilweise, als würde ich daneben stehen, weißt du? Ja, gut. Also da sitzen und weinen ist eine Sache. Aber dann zum x-ten Mal zu sagen, ja, ich kann aber nicht anders, ist natürlich absurd, ne? Mhm. Ist völlig absurd. Hast du einen Rechtsanwalt? Nein. Ich habe keine Möglichkeiten, den zu bezahlen. Ja, es gibt auch Möglichkeiten für Leute, die nicht vermögend sind, dass sie einen Rechtsanwalt bekommen. Der wird dir zugeteilt. Man hat mir gesagt, das geht nur, wenn man vor einer großen Strafkammer sitzen würde, und das wäre bei mir noch nicht der Fall. Mhm. Also, es ist ja schon schlimm genug, dass du die 60.000 Mark Schulden hast. Viel schlimmer finde ich noch, dass du wahrscheinlich bald vorbestraft sein wirst und dass du keine Ausbildung hast.
wenn du selbst sagst, dass dir das alles über den Kopf wächst, dann gibt da, vielleicht ist das auch ein Signal dann an den Richter, der sich mit dir beschäftigt, dann hol dir wenigstens eine psychologische Hilfestellung von außen. Das habe ich auch schon versucht. Da hat man mir gesagt, ja, die könnten das jetzt gerne aufnehmen. Ich habe mit drei verschiedenen gesprochen. Und der schnellste Termin wäre nach einem Dreivierteljahr gewesen. Ach, Martin, ich glaube, du bist so ein pfiffiger Kerl, was du da alles angestellt hast, um an 60.000 Euro zu kommen. Dann pump mal deine Energie und deine Schlauheit da rein, möglichst flott an einen Psychologen zu kommen. Das wirst du schon schaffen. Hm. Weißt du, das Mitleid hält sich in Grenzen bei mir. Ich brauche kein Mitleid. Naja, eben, du brauchst einfach eine klare Richtlinie. Und die klare Richtlinie muss bedeuten, ich muss jetzt einen Schlussstrich ziehen unter das, was ich da gemacht habe, um es nicht noch schlimmer zu machen. Das ist schon schlimm genug, was du bisher angerichtet hast. Aber du kannst immer wieder einen Schritt nach vorne gehen. Das kannst du. Dafür musst du aber das, was hinter dir liegt, auch wirklich beenden und auch bereuen und dazu stehen und auch das wieder gut zu machen versuchen. So, jetzt Stichwort psychologische Hilfe von außen, will ich dir gerne noch ein paar Ratschläge an die Hand geben. Ja. Den Rest musst du dann aber alleine machen. Was sagen eigentlich deine Eltern dazu, zu der ganzen Misere? Ja, meine Eltern haben am Anfang, beziehungsweise mein Vater hat das gar nicht so mitgekriegt, sondern eher meine Mutter. Die hat am Anfang hat sie immer versucht, mir halt deutlich zu machen, was ich da tue. Ich habe nie auf sie gehört. Mhm. Und als ich dann auf sie gehört habe, da war es schon zu spät. Mhm. Und jetzt momentan hat sie berechtigterweise auch resigniert und gesagt, weißt du, ich kann dir da nicht mehr helfen, du hast viel zu spät auf mich gehört. Ich will dir nur eins sagen, Martin. Das ist ein blöder Spruch irgendwo, aber in dem Fall kann man das, glaube ich, gut sagen. Es ist nicht zu spät. Es ist nicht zu spät. Das könnte man sagen, wenn du sagst, ich will jetzt ewig so weitermachen. Aber es ist nicht zu spät zu sagen, ich mache jetzt einen Punkt und ich fange ein neues Leben an. Jetzt legst du mal auf und wir rufen dich gleich nochmal an wegen der psychologischen Geschichten, okay? Alles klar, danke schön. Gut, Martin, alles Gute. Tschüss. So, meine Lieben, 0800 220 5050, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann ran ans Telefon oder mailt unter domian@wdr.de. Wir haben eine freie Themennacht. Ihr könnt euch bei mir hier melden, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, ganz egal über was. Hier ist Peggy und Peggy ist 24. Hallo Peggy. Hallo Domian. Hallo Peggy. Weswegen rufst du an, Peggy? Also erstmal, ich bin keine 20, sondern 24. 24, ja. Genau. Habe ich mich versprochen. Mein Problem ist eigentlich, dass ich am 31. Oktober ganz normal zu einer Schwangerschaftsvorsorge gegangen bin. Mhm. Im 8. Monat schwanger war und erfahren habe, dass meine Tochter tot in meinem Bauch ist. Mhm. Im 8. Monat schon warst. Mhm. Mhm. Und ich bin dann den gleichen Tag noch im Krankenhaus geblieben. Mhm. Und die haben dann am 2. November die Geburt eingeleitet. Also ich bin dann noch bis den Mittwoch gelaufen im Krankenhaus, war da mit zig Schwangeren und zig Mädels auf einer Station, die gerade ihre Kinder bekommen haben. Und du? Hattest dein totes Kind in dir? Und ich hatte mein totes Kind im Bauch. Mhm. Und bin dann aus dem Krankenhaus entlassen worden, den Sonntag, weil ich es irgendwann nicht mehr ausgehalten habe. Mhm. Ja, und keine Ahnung, also hab sie dann am 10. beerdigt. Ja, lass mich doch... Das Fragen zu der Geburt. Die Geburt wurde dann künstlich eingeleitet, sagst du? Ja, sie war eine Steißgeburt. Also sie hat auch mit dem Po nach unten gelegen und war relativ an sich eigentlich für mich eine schmerzlose Entbindung, was jetzt körperlich betrifft. Das heißt, du warst bei völligem Bewusstsein? Was? Du warst bei vollem Bewusstsein? Ja. Ja. Hm. Als... dein Kind dann auf der Welt war, hast du es gesehen? Nein. Hast du es später, bevor du es beerdigt hast, gesehen? Nein. Warum nicht? Also als generell bei der Entbindung wurde mir im Krankenhaus gesagt, darf normalerweise nur einer bei sein. Mhm. Und mein Lebenspartner wollte unbedingt, dass mein Lebenspartner dabei ist und meine Mutter. Und die waren dann auch beide dabei, weil die Ärztin gesagt hat, sie kann mich psychologisch nicht so stützen, wie vielleicht meine Mutter das kann. Mhm.
Und die waren dann beide dabei und meine Mutter, Domian, ich kann dir das nicht erklären, das war eine Situation, wo ich glaube ich Kindern wünschen möchte. Ich habe, die haben dieses Kind genommen, in ein weißes Tuch gewickelt und weggebracht und ich habe es nicht gesehen und meine Mutter hat mich davor auch irgendwo so ein bisschen beschützt. Da kam dieser Beschützerinstinkt in die Hohe, ich weiß es nicht. Ja. Hat deine Mama das Kind gesehen? Ja, ja. Das wollte ich dir gerade erzählen. Und 2 Minuten nach der Entbindung haben sie meine Mutter rausgerufen und haben mir dieses Kind gezeigt, aber die Tür von diesem Kreis war ein kleines Stück auf. Domian, meine Mama hat sofort von dir geweint und geheult und geschrien und das war so schlimm. Ich kann, meine Mama sagt heute... Du lagst da und hast deine Mama weinen hören. Ja. Was sagt denn deine Mutter heute? Meine Mama redet darüber nicht. Also, meine Mama sagt, sie sagt immer zu mir, das war, als ob du geboren wärst. Sie sah so aus wie du und sie erzählt mir nichts weiter darüber. Also... Du hast gerade gesagt, ein paar Tage später hast du dein Kind beerdigt. Ja. Was bedeutet das genau? Wer war dabei? Also im Prinzip, ich bin ja dann diesen Sonnabend aus dem Krankenhaus. Meine Mutter hatte sich die ganze Zeit, währenddessen ich im Krankenhaus war, schon diesen Dienstag, als ich eigentlich schon im Krankenhaus war und noch gar nicht an der Zeit war. Aber sie hatte sich darum gekümmert gleich, hat ein Beerdigungsinstitut gesucht, hatte da Bescheid gesagt, wie es aussieht und von daher ging das auch dann alles relativ schnell, weil meine Mutter dann gesagt hat, so schnell gesagt, diese Beerdigung kostet so viel Geld, sagt so, und jeden Tag, den wir warten, kostet sie noch mehr. Ist das Kind dann im ganz kleinen Kreis beerdigt worden? Ja, also mein Lebenspartner, der Vater von dem Kind, von meiner Tochter, der war mit bei. Ja. Meine Eltern und meine Tante und mein Bruder. Und dein Bruder. Peggy, weiß man inzwischen, woran das Kind gestorben ist? Ja, also man hat mir dann nahegelegt, diesen Dienstag, als ich dann im Krankenhaus noch war und eigentlich im Prinzip noch nichts wusste, sie obduzieren zu lassen. Und um zu wissen, weil mich ja selber das gequält hat, warum und wieso. Und als sie dann auf der Welt war, haben die Ärzte dann zu mir gesagt, auf dem Freitag, also äußerlich, konnten sie an ihr nichts feststellen. Aber diese Nachgeburt, dieser Mutterkuchen und diese Nabelschnur, die haben wohl Anlass dazu gegeben, das zu untersuchen. Und es war wohl so, hat mir die Ärztin erklärt, dass sich die Nabelschnur vom Mutterkuchen abgelöst hatte und sie nicht mehr versorgt wurde mit Sauerstoff und Nahrung. Und die Schwangerschaft war vorher völlig normal verlaufen? Völlig normal. Ich sage, ich habe Domianen, die machen mir solche Vorwürfe. Warum hast du ich hab, wir haben diesen Sonntag noch gefeiert. Mein Vater ist 50 geworden und wir haben gefeiert. Und alle haben sich auf diese Baby gefreut. Alle haben sich auf sie gefreut. Jeder hat meinen Bauch gestreichelt. Das, was du gerade erzählt, das, was du erzählt hast, weswegen das Kind gestorben, vermutlich gestorben ist, hat dir ein Arzt erklärt, wie das kommt? Er hat zu mir gesagt, das passiert bei einer von einer Million Schwangeren. Und das kann einfach so passieren, ohne das Zutun der Mutter. Ja. Ja. Warum machst du dir dann Vorwürfe? Weil sie, und das wollte ich dir gerade erzählen, auf diesem Geburtstag sowas von Dolly strampelt hat auf diesem Sonnabend. Und ich dann einfach von meiner Mutter diese kleine Spieluhr bekommen habe, die auf den Bauch gelegt habe, damit sie sich beruhigt. Und sie hat so dolly strampelt und ich dachte so, naja, das ist normal. Ja. Ne? Und meine Mutter hat noch ihre Hand drauf gelegt und Mensch und schön und Und hat die Kleine sich dann ein bisschen beruhigt durch die Spieluhr? Das war ihr letzter Hilfeschrei. Achso. Und ich hab's nicht gemerkt. Aber Becky, wie hättest du denn das merken sollen? Wenn der Arzt schon sagt, dass das so unter 1 Million Geburten oder so
mal passiert. Vor allen Dingen, wie hättest du das in der Situation merken sollen? Du hast gedacht, das Kind schrampelt, das ist irgendwie aufgeregt oder freut sich oder weiß ich was, aber wie nicht ansatzweise hättest du ja ahnen können, dass das Kind im Todeskampf ist. So siehst du es heute, ne? Ja. Das Problem daran ist. Da darfst du dir gar keine Vorwürfe machen. Ich kann sehr gut verstehen, dass du sehr traurig bist. Das ist ja völlig normal. Du hast dein Baby verloren. Das kurz davor war, auf die Welt zu kommen. Aber einen Vorwurf darfst du dir wirklich nicht machen. Wirklich nicht. Wahrscheinlich wird dir jeder Arzt auf der Welt sagen, dass das ein Schicksalsschlag war und dass du überhaupt gar keine Verantwortung dafür trägst. Du hast doch wahrscheinlich vorher alles gemacht, was du gedacht hast, was gut ist für dein Kind. Ich habe mich gesund ernährt, ich habe nie in meinem Leben geraucht, ich habe kein Alkohol getrunken, ich habe mich bewusst ernährt, wie gesagt. Und ja, weißt du, wenn du dagegen... Ich bin bei sämtlichen Vorsorgeuntersuchungen gewesen. Wenn du jetzt gegen solche Dinge verstoßen hättest, wenn du jetzt geraucht hättest oder gesoffen hättest oder was weiß ich, und dann wäre so etwas passiert, dann würde ich das auch so sehen und würde es dir auch so sagen. Aber ich sage das jetzt nicht nur, um dich zu trösten, sondern weil ich das wirklich so glaube, dass du keine Schuld trägst. Aber du bist traurig. Ich daran, dass ich weiß nicht, wie mein Leben jetzt weitergeht. Das wäre dein erstes Kind gewesen. Ja. Mhm. Ich habe hier ein komplett eingerichtetes Kinderzimmer zu stehen, mit komplett Sachen, mit Windeln, mit eigentlich allem. Ich bräuchte bloß ein Kind. Und wie ist denn dein Verhältnis zu deinem, du sagst immer so ein bisschen distanziert, mein Lebenspartner, also das ist dein Freund? Ja. Habt ihr beide denn... Moment, gar nicht. Gar nicht? Er redet mir nicht darüber her, sagt, und er will darüber nicht reden. Und deine Mama redet auch nicht viel? Ja, ich hab, du, ja, ganz ehrlich, ich hab das Gefühl, sie verschweigt irgendwas. Aber ich kann es ja nicht beweisen. Das heißt, im Moment sitzt du da und hast kaum jemanden, mit dem du sprechen kannst darüber. Ja. Und das Ganze ist noch so frisch. Ja, ich würde es sagen. Ich finde vollkommen nachvollziehbar, dass du so traurig bist. Das ist ja ein Schock, ist das. Ich kann mir auch vorstellen, dass du denkst, du weißt gar nicht mehr, wie es weitergeht. Genau. Hast du einen Beruf auch, in den du bald wieder rein musst? Ja. Was machst du? Ich habe Angst davor. Vor diesem Blicken, vor diesem Mitleid, oder vor diesen Fragen, wie konnte das passieren? Angst davor, ich gebe mir vielleicht Schuld. Ich liege mich im Moment total ein in meine Wohnung. Peggy, glaubst du mir, dass ich dir das sage, nicht um dich zu trösten, sondern weil ich das wirklich so denke, dass du keine Schuld hast? Glaubst du mir das? Bitte? Das musst du mir wirklich glauben. Ich bin der Auffassung, du bist so traurig und du bist so gefangen in deiner Traurigkeit, vor allen Dingen, weil auch keine Leute um dich rum sind, die entsprechend reagieren können, weil die auch traurig sind, dass du ganz, ganz dringend jemanden brauchst zum Sprechen. Du hast ja jetzt hier bei mir schon angerufen, das ist ja der erste Schritt. Wir werden dir erstmal behilflich sein, dass du einen Ansprechpartner in deiner Umgebung findest. Du kommst aus Berlin, ne? Ich höre es von der Sprache, oder? Ja. Und zum Zweiten möchte ich ja gerne, und das ist, da bist du in Berlin auch ganz gut aufgehoben, weil es da so viel gibt. Es gibt eine Vereinigung in Deutschland, die heißt Verwaiste Eltern. Das ist eine Selbsthilfeorganisation von Menschen, die ihre Kinder verloren haben. Ich habe hier in dieser Sendung schon öfters mit Menschen gesprochen, die mit dieser Selbsthilfegruppe Kontakt haben, die sehr gut gesprochen haben. Wir werden dir gleich mal eine Kontaktadresse vermitteln. Ich finde, dass du einfach mit Menschen, dass du reden musst. Vielleicht sogar wirklich mit Menschen, die das Gleiche erfahren haben wie du. Jetzt bitte ich dich sehr herzlich aufzulegen und meine Psychologin, die Simone, wird dich anrufen. Und dann könnt ihr beide auch noch weiter in Ruhe sprechen und die Simone wird dir alles an Informationen geben, was ich dir gerade gesagt habe. Okay? Okay, ich danke dir. Liebe Peggy, alles Liebe und alles Gute von Herzen. Dankeschön. Auf Wiederhören. Tschüss. 0800 220 5050, meine Telefonnummer, wenn ihr mich hier live erreichen wollt in Köln.
dann ruft an oder mailt unter domian@wdr.de. Hier ist Ricarda und Ricarda ist 34 Jahre alt. Hallo Ricarda. Ja, hallo Domian. Schönen guten Morgen. Was ist dein Thema? Ja, mein Thema ist mein pubertierender Sohn irgendwie. Der ist im Moment total am Ausflippen und ich habe Angst, dass er abrutscht. Wie alt ist er? 14, also er wird im Februar 15. Was macht er denn für Probleme, deine Auffassung da? Ja, also im Grunde genommen, für mich sind das Kleinigkeiten. Also es ging halt darum, dass er seine Pflichten jetzt hier erledigt. So, wir leben nun alleine irgendwie, ich bin alleinerziehend. Und ich bin Studentin, ich habe jetzt erst angefangen und auch noch Teilzeit beschäftigt. Und er sollte seine Pflichten halt erledigen hier im Haushalt mit oder... Zum Beispiel? Ja, Müll runterbringen, mal einkaufen gehen oder eben auch Sachen wegräumen. Und das hat er nicht gemacht irgendwie. Und das hat... Irgendwann habe ich ihm gesagt, na gut, wenn du das nicht machst, dann streike ich halt auch. Dann gehe ich nicht einkaufen, dann hast du eben nichts zu essen. Dann musst du halt, ja, ich gebe dir Geld, so, dann kannst du einkaufen gehen. Und selbst das hat er nicht gemacht irgendwie. Und dann hat sich das so eskaliert und dann habe ich auch mal aus Wut heraus zu ihm gesagt irgendwie, also weißt du, wenn es so schwer ist, mit mir zu leben und wenn du nicht magst irgendwie, dann geh doch beim Jugendamt, da gibt es Jugendwohngruppen, ne, frag doch da mal nach. Und das hat er jetzt gemacht am Freitag. Er ist zum Jugendamt gegangen. Und ja, komme Freitagnachmittag nach Hause irgendwie. Ich habe einen Brief im Briefkasten und da steht drauf, ja, wir haben ihren Sohn zum Schutz irgendwie aufgenommen in so einer Jugendeinrichtung. Ach, das heißt, er ist weg jetzt im Moment? Ja, ich bin auch, Hast du denn eine Ahnung, was er da erzählt hat? Weißt du nicht? Überhaupt nicht. Also sie sagen, ne, sie schreiben, er hätte Angst vor mir, er möchte nicht mehr mit mir zusammenleben und sie lassen mich total außen vor. Also sie geben mir keine Information, wo er ist, was er macht. Ich habe Angst, weil ich kann mir nun vorstellen, was für Jugendliche oder auch Kinder, ich meine, das ist jetzt nicht böse gemeint, aber man kann sich ja nun vorstellen, was auch in so Einrichtungen ist. Wir leben hier in Hamburg irgendwie. Und ich habe einfach Angst, dass er abrutscht. So. Ja, wobei... Da würde ich dir ein bisschen die Angst nehmen wollen. Ich glaube, dass er dann da schon in guten Händen ist. Das glaube ich gar nicht. Glaubst du nicht? Nee. Also was mich sehr schockieren würde an deiner Stelle wäre die Tatsache, dass mein Junge weg ist. Ja, na sicher, das ist es ja auch. Aber er ist ja nicht irgendwo jetzt auf der Straße, sondern er ist in Händen des Jugendamtes. Er ist in einer betreuten Wohngruppe wahrscheinlich oder auf jeden Fall unter Aufsicht von fachkundigen Leuten. Ja, aber es ist auch halt also was mich so verzweifeln lässt, ist einmal eben, ich weiß nicht, was er da über mich behauptet. Und dann ist so diese Versagen, ne? Ich habe versagt irgendwie. Das sag mir nochmal, ich habe es zeitlich jetzt nicht auf dem Schirm gerade bekommen. Wie lange ist er jetzt weg schon? Seit Freitag. Ja. Ich hatte gestern ein Gespräch mit dem Jugendamt. Genau, das wollte ich jetzt fragen. Und in dem Gespräch ist auch nicht herausbekommen, was er dir konkret vorwirft, was er da gesagt hat? Ja, diese Frau, die da war, die konnte mir keine Auskunft geben. Sie sagte, ja, es tut mir leid, ich bearbeite den Fall nicht, wir müssen das erst im Team besprechen, melden Sie sich Ende der Woche nochmal. Ja, also so wurde ich halt abgekanzelt irgendwie. Und ich habe gesagt, ja, gibt es irgendwo auch Stellen eigentlich, wo sich verzweifelte Eltern melden können? Und ja, da konnte sie mir natürlich keine Auskunft geben. Bin ich jetzt... wirklich überfragt, wie das auch rechtlich ist, ob man einfach die Informationen für einen Elternteil so hinter dem Berg halten kann. Ja. Immerhin eine Woche lang. Ja, deswegen. Ne? Ja. Also ich bin erschüttert eigentlich auch. Hast du ihn mal geschlagen? Also es gab 1998, hatte ich eine Psychose und in diesem psychotischen Zustand wollte ich mir das Leben nehmen und ich habe halt versucht, mein Kind mitzunehmen. So. Also ich habe ihm was angetan. Oh. Ich hatte dann aber auch eine Gerichtsverhandlung und ich wurde für schuldunfähig erkannt irgendwie. Und was hast du ihm angetan? Ich habe ihn versucht umzubringen. Also ich wollte ihn mit in den Tod nehmen. Ich habe ihn versucht zu erschlagen. Oh. Ja, das ist also sehr heftig. Es ist wirklich auch eine sehr heftige Geschichte. Wir haben auch wirklich eine heftige Vergangenheit irgendwie. Aber ich habe halt wieder mich so weit... Ich bin da ganz geschockt. Lass mich mal nochmal fragen. Du hast versucht, dein Kind zu erschlagen. Ja. 98. 1998. Da war er wie alt? Sieben. Ja. Wer ist dazwischen gegangen? Ich selber. Ich habe in dem Wahn irgendwie habe ich einen klaren Gedanken gekriegt und habe mir halt gedacht, was machst du hier so? Und dann wie hast du ihn versucht zu erschlagen? Mit einer Flasche habe ich ihn auf den Kopf geschlagen. Das heißt, das Kind war verletzt? Ja. Schwer verletzt? Ja. Es kam ins Krankenhaus. Ja, genau. Wie lange lag es im Krankenhaus?
Wochen waren das, glaube ich. Welche Verletzung hatte er? Eine Schnittverletzung am Kopf. Mhm. Und dann hat man dir den Jungen wiedergegeben danach? Ja, weil ich, ne, ich, also wie gesagt, ich habe ja auch die Therapien, alles, ich hatte wirklich gearbeitet, ich habe dafür alles Mögliche gemacht, ne? Ich habe mich auch, ich habe auch gezeigt, dass ich das kann. Ist er denn direkt, nachdem er 6 Wochen im Krankenhaus war, wieder direkt zu dir gekommen? Nein, nein, nein. Ich war ja dann auch ein Jahr fast in der Psychiatrie, ja, ein Jahr. Mhm. Und dann, ja, 6 Jahre insgesamt war er bei meiner, also er war zur Pflege. Ach so. Und nach 6 Jahren habe ich ihn halt wiederbekommen. Und dann sind wir auch hier nach Hamburg gezogen, weil ich auch einen neuen Anfang mit ihm machen wollte. Also 6 Jahre war er von dir weg quasi? Genau. Gab es denn da einen Kontakt oder gab es gar keinen Kontakt? Doch, immer Kontakt. Immer. Also das wollte ich. Weil ich, das ist ja auch so eine... Ich habe mein Kind das nicht angetan, ne? Das mag sich jetzt vielleicht blöd anhören, aber ich war ja nun auch verrückt in dem Moment. Ich habe es nicht aus Hass getan, sondern aus Liebe, ne? Weil ich ihn halt nicht allein lassen wollte in dieser Welt. So, und damals so hast du es durch deine Psychose gesehen, also muss man das dann nochmal klarstellen. Genau. Wollte er dann damals zu dir kommen? Ja. Ja. War das Verhältnis von Anfang an dann schwierig oder habt ihr euch die erste Zeit gut verstanden? Also es war eine schwierige Anfangssituation, aber also wir haben ein immer besseres Verhältnis bekommen. Wann kippt es denn? Wie alt war er da? Wann es gekippt ist? Jetzt vor 4 Wochen. Ach so. Hat sich das so extrem entwickelt. Ach so, es kam dann quasi so aus heiterem Himmel. Ja. Wobei es vorher recht gut war. Also wir haben hier zusammen gelacht, wir haben geredet, irgendwie, wir haben unseren Spaß zusammen gehabt, so, ne? Wir haben auch durch das, was passiert ist, irgendwie, das hat unsere Beziehung im Grunde genommen noch mehr gefestigt. Weißt du, Ricarda, ich denke nur, dass wenn ein 14-jähriges Kind, muss man sich ja in die eigene Situation zurückversetzen, als man so alt war, freiwillig zum Jugendamt geht, selbstständig, und freiwillig von zu Hause weggeht, muss da schon ein Eindruck, eine Aversion, eine Angst herrschen. Ja, aber das mit diesem Jugendamt, das habe ich ihm mal so aus Wut heraus vor den Kopf geschmissen. Ja, ist ja egal. Umso interessanter, dass er es direkt aufgegriffen hat und eigeninitiativ das auch macht. Das sagt mir als völlig außenstehenden Menschen, dass der Junge sehr unglücklich ist zumindest. Warum und wie auch immer, aber er ist es. Sonst geht man nicht von der Mama weg und von zu Hause und... Ja, aber was ist es, was ihn so unglücklich macht? Das weiß ich nicht, ich kenne eure Verhältnisse ja nicht. Ja, ich weiß es ja selber nicht. Irgendwie, ich arbeite selber in der Kinder- und Jugendpflege. Mhm. Und ich habe eigentlich immer gedacht, dass ich ziemlich anständig mit ihm... Ne? Also offensichtlich ist irgendwas heftig schiefgelaufen. Vielleicht etwas, was du gar nicht so mitbekommen hast. Ja. Es ist jetzt so, dass du Ende der Woche mit jemandem wirst reden können, der dir konkrete Auskunft gibt auf dem Jugendamt in Hamburg. Ja, ich hoffe doch, dass sie mir konkrete Auskunft geben, nicht, dass sie mich wieder so abspeisen. Ich würde mich auf jeden Fall an deiner Stelle auch schon nochmal so rein rechtlich erkundigen, ob du nicht ein Anrecht darauf hast, dieses sofort zu erfahren, was da los ist. Dann bist du natürlich darauf angewiesen, dass du mit dem Jugendamt zusammenarbeitest. Du kannst ihn ja nicht mit Gewalt zu dir zurückholen, wenn er es nicht will. Nee, das will ich ja auch gar nicht, ne? Ich habe ja schon. Und ich hoffe, dass das Jugendamt, ich weiß nicht, wie sowas vonstatten geht, oder dass man sich da an einen Tisch setzt mit einem Fachmenschen vom Jugendamt, und dass einfach geredet wird, gesprochen wird. Ja, die werfen mir halt, ne, also ich muss mich rechtfertigen für das, was 1998 passiert ist. Ja, natürlich belastet dich das, das ist mir völlig klar. Aber ich glaube ja, dass da noch viele andere Sachen sind, die dem Jungen aufgestoßen sind, vermutlich. Ja, das mag sein, ne? Also das ist ja auch so mein Gefühl. Aber ich habe ja auch immer versucht, oder besser gesagt, ich habe immer versucht, mal angefangen, so mit ihm darüber zu reden. Irgendwie, aber das ging nicht. Also ich bin nicht an ihn rangekommen auf dieses Thema. Vielleicht ist diese Eskalation ja auch eine Chance. Man soll es vielleicht auch nicht zu negativ sehen. Vielleicht ist das eine Chance, dass da Dinge jetzt thematisiert werden und aufgearbeitet werden, die bisher vielleicht unter den Tisch gekehrt wurden, von dir und von ihm auch. Also da würde ich jetzt wirklich mal vertrauen, dass das Jugendamt das so arrangiert, dass ihr auch reden könnt und dass du dadurch vielleicht auch einen neuen Zugang findest zu deinem Sohn. Aber ich würde auch schon sehr nachdenklich und sehr hellhörig sein, warum der Junge das getan hat. Ja, das ist ja das, was mich die ganzen Tage eigentlich auch so... Würde mich auch sehr belasten. Ja. Diese Frage, ne? Warum? Was habe ich denn gemacht? Was ist es denn gewesen? Mhm. Und das ist eigentlich auch, was ich
ihm immer beigebracht habe. Er soll ehrlich sein. Also wenn ihm was nicht passt, er soll das sagen. Ja, aber er muss unter einem solchen derartigen Druck stehen, dass er weggelaufen ist. Ich würde jetzt wirklich mal abwarten, bis du mit einem entsprechenden Menschen reden kannst im Jugendamt und dem jetzt dann auch gelassen entgegensehen. Wirklich dieses Ganze auch als Chance zu betrachten. Ja. Ja, meine Angst ist halt einfach nur, dass er eben durch diesen Umgang irgendwie abrutscht, ne? Ja, aber diese Sorge hätte ich jetzt wirklich nicht. Zumindest nicht jetzt in einem relativ kurzen Zeitraum, wo das vielleicht wird das Ganze ja eine Lösung finden in ein paar Wochen. Er wird mit Sicherheit nicht in ein paar Wochen abrutschen. Mhm. Und da, glaube ich, kannst du das Vertrauen in das Jugendamt haben, dass die Kinder nicht auf die Straße rauslassen und so weiter. Melde mir doch mal nächste Woche, wie es weitergegangen ist. Vielleicht können wir noch mal sprechen, würde mich interessieren. Ja. Ja? Okay, mache ich. Alles Gute, ja, Ricardo. Vielen Dank erstmal. Tschüss. Ja, tschüss. Ihr Lieben, ich möchte euch hinweisen auf unser Thema diese Woche. Wir hatten ja letzte Woche Donnerstag, in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, unseren großen GAU hier und konnten unser Thema nicht machen. Das Thema, was wir vorgesehen hatten letzte Woche, hieß meine schlechteste Eigenschaft. Dieses Thema werden wir diese Woche nun hoffentlich realisieren und möchte gerne mit euch über eure schlechteste Eigenschaft sprechen. Wenn ihr also gerne bei dem Thema in der Nacht von Donnerstag auf Freitag mitmachen wollt, dann meldet euch am besten schon über Mail und dann können wir gegebenenfalls in der Nacht Donnerstag, Freitag reden. Weiter geht es mit der Hildegard. Und Hildegard ist wie alt? 66. Hallo Hildegard. Ja, hallo Domian. Ja, guten Morgen. Schön, dass du da bist. Um was geht's? Ja, um was geht's? Ich möchte ganz gerne mal mit jemand drüber reden. Ich bin 66 Jahre, ja, seit etwa 2 Jahren verwitwet und wollte eigentlich nochmal eine Partnerschaft eingehen. Mhm, hab eine Kontaktanzeige aufgegeben, ja, und hab auch allerhand Anrufe. Es ist ja dann auf Mailbox gesprochen. Ja. Aber die Erfahrung, die ich gemacht habe, und das ist das, was mich so ein bisschen verfremdet, die Herren am Telefon oft schon, ziehen sie eigentlich einen schon durchs Telefon ins Bett. Och. In dem Alter, sage ich immer, muss man eigentlich ein bisschen was anderes im Kopf haben als nur Sex oder Matratze. Denke ich allerdings auch. Lass mich mal eben kurz fragen, wo du diese Kontaktanzeige aufgegeben hast. In einer normalen Tageszeitung? Normalen Tageszeitung. Normalen Tageszeitung, mhm, ja, ja. Und wie viele haben sich jetzt gemeldet darauf? Ja, ich hatte ungefähr, ja, 12, 14. So viele? Ja. Ja. Und habe mich auch mit 10 Herren etwa getroffen. Ah, hallo, hallo. Kaffee trinken. Ja. Und habe immer Wert drauf gelegt und habe auf eine Landkarte geguckt und so, auf halbem Weg. Ja. Und die waren auch so ungefähr in deinem Alter? Die waren in meinem Alter. Ich habe gesagt, zwischen 60 und 70. So, und die Jungs waren alle auf Sex aus? Die waren alle auf Sex aus. Oder die wollten, dass ich da aufhöre, wo deren Frau, da weitermache, wo deren Frau aufgehört hat. Was heißt das genau? Ja, so ungefähr meine Frau und ja, das war so und ich habe das und meine Frau hat den Garten und... Ach so, genau, meine Frau war so und ich würde auch gerne, ja, dass das so weiterläuft. Ja, und das ist ja nun auch nicht. Ich meine, ich hatte ja auch einen wunderbaren Mann. Mhm. Ich bin der Meinung, man kann die Erinnerung und soll sie auch hochhalten, mhm, und man hat auch Gedenktage, aber danach fängt ein neues Leben, ja, an. Ja, natürlich. Jetzt sag mir doch mal bitte, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Nein. Du triffst dich mit 10 Männern in deinem Alter ungefähr um die 60, 70 rum, ja, aufgrund einer Kontaktanzeige, ja, zum Kaffee trinken und die fangen schon im ersten Gespräch fangen die mit Sex an. Ich hatte sogar einen am Telefon, der gab ja seine Telefonnummer und ich rufe dann ja zurück. Mhm. So, und dann sagt er, ja, aber eins will ich dir sagen, ich lege großen Wert auf körperliche Liebe, ich habe auch bestimmte Vorstellungen, mhm, und wie, das erzähle ich dir dann, wenn wir uns sehen. Ich sag, das Treffen hat sich erledigt. Und dann meint er dann, ja, wieso, du hast mich doch angerufen. Und sag mal noch ein Beispiel beim Kaffeetrinken. Wie kommen die da dann schon aufs Thema Sex? Ja, es wird erstmal, ich sag mal, Kaffee getrunken und so. Und dann geht das dann schon los, mit Armen möglichst rumlegen und, mhm, vielleicht nochmal die Knie streicheln oder so etwas. Und ich sage mal, Mensch, ich sage mal ganz langsam, das muss erstmal wachsen, wir müssen uns ja erstmal kennenlernen. Ja, hallo, ja, so ist es doch bei jungen Leuten auch. Ja. Das ist doch eigentlich normal. Ich sag mal, und ich gestehe jungen Leuten immer, sag ich, wenn dann die Hormone mal durcheinander sind, sage ich jetzt mal so, habe ich noch mehr Verständnis. Aber wenn man so alt ist, man hat eine Ehe hinter sich, ja, oder ob geschieden, ja, oder verwitwet. Ja, klar.
Das ist doch ein bisschen, ja, sag mal, was anderes. Es war wirklich kein einziger Typ dabei, wo du sagen würdest, der war höflich und... Einer war, da habe ich gedacht, mit dem könnte ich mir es vorstellen. Ja? Da stellte sich raus, der war noch verheiratet. Ach, der war noch verheiratet. Auch ein Haken in der Sache. Ja, dann hatte ich noch mal einen, der war ungefähr 60 Kilometer weit weg. Ja. Er wollte sich, nein, die Gastwirtschaft und Kaffee kennt er nicht und hat so lange geredet, bis ich dann zu ihm kam. Er wollte noch einen Kuchen backen und so. Ja. Ich sag, was versprichst du dir, wenn ich komme? Ja. Ja, hast du Angst? Ich sag, Angst habe ich nicht. Ich sag, weiß mich schon zu wehren. Und bin auch hin, der hat sich auch ganz ordentlich benommen, alles. Mhm. Und hinterher haben wir den telefoniert, er sagte, ach, das ist mir zu weit, der Weg. Und dann warst du auch so leger angezogen. Ich sag, was heißt leger angezogen? Ich hatte eine Hose an und passend. Ich sag, ich bin natürlich kein, was weiß ich von Figur. Ich bin nicht dick, aber auch nicht schlank, wie man eben erfaulich ist. Also er war am Rumnörgeln. Er war am Rumnörgeln. Hat aber, wenn ich ihn hinterher, dann haben wir in der Küche gesessen. Er hatte eine Wachstuchdecke drauf, also nicht groß was eingedeckt. Auf der Spüle stand noch der Abwasch. Da habe ich gedacht, meine Güte, was erwartest hatte, du, wenn du mich hier in der Küche war? Hatte er einen Kuchen gebacken? Er hat einen Kuchen hat er gebacken. Und schmeckte der denn wenigstens? Der schmeckt. Der schmeckt, ach so, ja, das konnte er also. Das konnte er, ja. Weißt du, was mich auch... Also diese Sache, und da habe ich gesagt, Mensch, ich sage, ich muss mal mit jemandem reden, bin ich von einer anderen Welt oder bin ich nicht normal? Oder es gibt welche in dem Alter, die wollen höchstens welche bis 40, 50, höchst. Ja, also ich bin auch sehr erstaunt über das, was du gerade erzählt hast. Ja. Ich bin sehr erstaunt. Ich bin auch übrigens verwundert, dass sich so sehr viele melden. Ich dachte immer, dass es ja mühsam ist, wenn man etwas älter ist und noch einen neuen Partner sucht, dass sich da gar nicht so viele Leute melden. Aber offensichtlich hast du die Anzeige vielleicht auch toll formuliert, ne? Dass die interessiert wurden. Ja, ich habe also auch reingeschrieben, dass ich nicht, ich kein Jugendwahn und auch nicht sehr reiselustig. Ach so. Ich bin ein bisschen häuslich. Ja. Klar verreise ich mal, vielleicht mal so auch eine Städtereise und so. Ja. Aber ich muss nicht jetzt dreimal nach Mallorca oder so. Verstehe. Wieso hast du dich eigentlich entschieden, du sagst, du bist 2 Jahre verwitwet. Ja. Wieso kam jetzt wieder die Entscheidung, ich möchte noch mal eine neue Partnerschaft eingehen? Das kam eigentlich durch meine Schwester. Die ist auch verwitwet, die ist aber 12 Jahre jünger. Mhm. Und die hatte das schon mal, dieses zweite Mal verwitwet. Und sagt, Mensch, das hat damals so gut geklappt und lass uns das doch machen. Und dann haben wir das so und haben immer dann auch telefonisch unsere Erfahrungen ausgetauscht. Ja. Und so. Aber bei ihr ist es das Gleiche. Ich wollte gerade fragen, welche Erfahrungen hat sie gemacht? Es ist genauso. Sie hat sich auch mit Herren dann getroffen und so. Aber auch, das ist das Gleiche. Aber dennoch die Frage, du sagst, deine Schwester hat das gemacht und hat gute Erfahrungen gemacht. Ist es bei dir vielleicht so die Sehnsucht, doch auch wieder jemanden an der Seite zu haben, die Einsamkeit nicht ertragen zu müssen? Die Einsamkeit ist schlimm. Ich bin nun ganz allein im Haus. Ja. Und ich sag mal, wenn ich nicht gerade im Garten gehe und über den Zaun mit Nachbarn rede, dann redet man den ganzen Tag mit niemandem. Mhm. Dann sage ich mir schon morgens am Spiegel manchmal guten Morgen, damit ich überhaupt die Stimme mal. Ja. Einen großen Bekanntenkreis hatten wir nie, da ich eine behinderte Tochter gepflegt habe, bis sie gestorben ist. Mhm. Da ziehen sich natürlich sehr viele auch zurück. Klar, ist klar. Wie wichtig, Hilliard, ist denn für dich Erotik und Sexualität? Also ich sag mal, ich weiß nicht, ob ich das oder wie es jetzt in einer anderen Partnerschaft. Mhm. Mit meinem Mann, bis er dann krank wurde, war es eine tolle Sache. Also wir haben, ich sag mal, es hat Spaß gemacht, auch im Alter noch. Das heißt, du bist der Sache durchaus aufgeschlossen, ja. Aber du würdest gerne alles langsam auf dich zukommen lassen. Ja. Ja. Du sagst aber auch nicht von vornherein kategorisch, nein, das möchte ich überhaupt nicht mehr. Nein, das nein, auch nicht. Das ist auf keinen Fall. Also eigentlich muss da ein galanter, vornehmer, gar nicht vornehmer, aber freundlicher Mann kommen, der das Ganze wirklich so sich gedeihen lässt, ne? Dass es langsam wächst. Ich habe immer gesagt, auch am Telefon, hör mal, wir können uns nicht sehen und übereinander herfallen. Es muss alles wachsen. Ich sage auch direkt das, so wie ich das meine. Finde ich auch völlig in Ordnung und völlig normal. Ja. Und bin entsetzt darüber, dass die alten Knaben da gleich mit der Tür ins Haus fallen.
ich verstehe es überhaupt nicht. Ja, ich verstehe das auch nicht. Ja. Man braucht ja auch jemanden, wenn man früher rausguckt und sagt, oh, guck mal, die ersten Krokusse blühen schon. Ja, ja, natürlich. So etwas braucht man davon. Vor allen Dingen ist es ja auch dumm, so an eine Beziehung oder an eine Bekanntschaft heranzugehen, weil man sich auch von vornherein sagen kann, da verschreckt man die Partnerin, wenn man gleich mit Sex anfängt. Ja. Gleich am Telefon. Ist doch völlig bescheuert letztendlich. Ja. Ja. Und da habe ich gedacht, bin ich nicht normal? Also, nein, ich finde, du bist sehr normal. Ich bin völlig auf deiner Seite und finde auch, dass man das sehr langsam angehen lassen sollte. Vor allen Dingen, wenn man schon lange Partnerschaften hinter sich hat, könnte ich mir vorstellen, dass das ein besonderes heikles Gebiet ist, da auch neues Vertrauen zu finden und sich da sicher zu fühlen. Also muss man sich da Zeit lassen, finde ich. Ja, denn ich sag auch mal, ich muss also sehen, ob ich überhaupt in der Lage bin, jemanden an mich ranzulassen. Ja, genau. Muss ich ja erstmal austesten. Das finde ich völlig nachvollziehbar. Ja, wir waren auch schon mal zweimal zum Singleball. Da ist ja auch so mal Singleball. Ja. Und aber da ist ja auch, die Herren lassen sich auffordern. Mhm. Da ist dann praktisch heißt es den ganzen Abend Damenball. Mhm. Und wenn man denn hingeht, dann kriegt man auch noch einen Korb. Mhm. Also es ist sehr schwierig, merke ich schon, wenn man etwas älter ist, wieder einen neuen Partner zu finden. Ja, ja. Das ist wirklich schwer. Wie willst du jetzt weiter vorgehen, aufgrund der, wie ist mit den gemachten Erfahrungen? Ich habe jetzt erstmal gesagt, jetzt will ich erstmal Ruhe einkehren lassen mal. Und ich gehe jetzt einmal in der Woche, gibt es bei uns ja das Seniorenbetreuung, heißt das nicht mehr, das heißt jetzt 50 plus. Klingt besser, ne? Klingt besser. Mhm. Und da wird auch geboten, da wird mal ein Ausflug angeboten und da gibt's mal ein Konzert oder... Ja, vielleicht ist das auch der vielleicht noch klügere Weg, wenn man in solch einem Umfeld jemanden kennenlernt, vielleicht... ist das auch besser als denn über so eine Kontaktanzeige? Ja, ja. Dennoch kannst du es ja vielleicht, wenn eine gewisse Zeit vergangen ist, nochmal versuchen. Ich meine, irgendwann muss ja mal ein Treffer dabei sein. Ja, lass dich bloß nicht entmutigen und vor allen Dingen lass dir nichts einreden, dass du da irgendwie auf dem falschen Dampfer bist. Ich glaube, du bist auf dem richtigen Dampfer. Ja, denn ich meine, ich wollte nur noch mal von jemandem hören, denn ich sehe deine Sendung auch oft. Ja. Nicht? Und ich denke, da rufe ich jetzt mal an und versuche das mal. Also ich finde das auch sehr, sehr, sehr engagiert und auch sehr, sehr toll von dir, dass du in deinem Alter nochmal nach vorne schreiten willst und nochmal so ein Projekt angehen willst in der Partnerschaft. Finde ich gut. Und lass dich nicht entmutigen. Ich finde deine Einstellung richtig und lass es für dich vielleicht auch jetzt langsam angehen. Ja, und wenn das Glück kommen soll, dann kommt es auch. Ja, ich denke auch. Ja, bestimmt. Vielleicht auch beim Einkaufen. Ne? Ja, vielleicht beim Einkaufen, ganz genau, vielleicht. Ja. Liebe Hildegard, ich wünsche dir von Herzen alles Gute. Ja, danke. Und alles Liebe. Für deine Sendung auch. Dankeschön, tschüss. Jo, tschüss. 0800 220 5050. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch übers Telefon oder mailt unter domian@wdr.de. Stefan ist hier und Stefan ist 27. Hallo Stefan. Ja, hallo. Hallo Stefan. Was ist dein Thema? Mein Thema ist mein Knie, mein Meniskus. Ich wurde vor 2 Wochen operiert. Dein Meniskus? Ja, bei mir wurden die Bänder durchgetrennt. Ja. Weil bei mir immer die Kniescheibe rausgesprungen ist. Jetzt hat er mir gesagt gehabt, 3-4 Tage nach der OP, dass ich mein Knie wahrscheinlich nicht mehr bewegen kann und wenn ich es bewegen kann, nur noch 5 bis 10 Grad. Warum? Was ist passiert? Ärztepush, ich weiß es. Ärztepush kann man ja nicht dazu sagen, aber es ist halt irgendwas schiefgelaufen in der Operation. Also die Operation war eine Routineoperation eigentlich? Mhm. Eigentlich, ne? Ein Routineeingriff. Ja, seit wann bist du jetzt aus dem Krankenhaus raus wieder? Bitte? Seit wann bist du aus dem Krankenhaus raus? Ich bin noch im Krankenhaus. Ach, du bist noch im Krankenhaus im Moment. Ja. Ach so. Und wie haben die das jetzt begründet, warum das so ist? Was ist da passiert, genau? Also der Chefarzt, ich bin privat für sie, also mich hat der Professor operiert. Und er hat auch gesagt, er kann sich selber nicht erklären. Es muss mit mir zusammenhängen, das war seine Begründung, aber... Das ist für mich selber keine Begründung, der mit mir jetzt... Es muss mit dir zusammenhängen, oder was? Ah ja, mit mir, das war keine Begründung. Also, aber das ist keine Begründung, die mich befriedigt, verstehst du? Mhm. Also eigentlich, ich bin nicht so bewandert in diesem orthopädischen Bereich der Knieprobleme. Eigentlich solltest du nach dieser Operation wieder ganz normal dich bewegen können, laufen können. Korrekt, genau. Mhm? Ja. Mhm. Also erst hieß es 12 Wochen und dann jetzt wieder, aber jetzt haben sie gesagt, es wird nichts mehr. Das Problem halt ist, ich habe 3 Kinder und wie geht es beruflich bei mir weiter? Das ist die nächste Frage. Mhm.
Ja, ich meine, das ist ja auch ein Schock, so etwas zu hören und vor allen Dingen dann nicht mal eine ordentliche Begründung zu sagen. Was ist genau da schiefgegangen? Das muss er dir doch erklären. Du bist Privatpatient, sagst du. Ja. Das heißt, der Herr Professor verdient auch eine ganze Menge an der Operation. Das heißt, er soll dir das mal richtig erklären. Und wenn du das Gefühl hast, da stimmt irgendwas nicht, dann lass dir die Krankenakten geben und geh in ein anderes Krankenhaus. Aber so schnell wie möglich. Also ich habe mich jetzt auch vor, morgen bei der Chefvisite sage ich nochmal, dass ich auf eigene Verantwortung gehe. Also man würde die Akte komplett aushändigen. Wenn es immer nicht aushändigt, gehe ich einfach ins Schwesternzimmer, hole sie mir und gehe dann. Das ist mir dann auch voll egal. Dann sollte er doch die Polizei rufen, das wäre dann aber auch voll egal. Ja, das musst du ja gar nicht so hochspielen. Das wird man dir schon aushändigen. Also der erste Schritt ist ja, dass du einfach um ein Gespräch bittest, dass er dir das erklären soll, dezidiert erklären soll, was da vorgefallen ist. Und ich habe schon oft das Gespräch mit ihm gesucht, glaub mir. Er weicht mir aus. Mhm. Am zweiten Tag nach der OP kam er schon her, ja, ob ich etwas brauche. Und er hat gesagt, nee, ich habe alles, was ich brauche. Aber so fürsorglich, verstehst du? Und dann habe ich mir gedacht, nee, das gibt's nicht. Und dann habe ich halt mal irgendwann nachgehakt und erst so nach und nach kam es dann zum Vorschein, verstehst du? Ich würde dir gerne mal eben gleich nach unserem Telefonat noch meine Psychologin geben, nicht aufgrund eines psychologischen Gespräches, sondern ich möchte dir gerne noch ein paar Telefonnummern geben von Patientenverbänden. Das wäre, glaube ich, ganz gut. Da kannst du dich genau schauen machen, wie das geht mit den Unterlagen und wie man sich da verhalten kann. Generell würde ich an deiner Stelle jetzt so ganz intuitiv gesagt, nach reinem Menschenverstand, wenn der Typ sich da windet und dir keine ordentliche Auskunft gibt, dann raus aus diesem Krankenhaus mit den Unterlagen, möglichst schnell irgendwas recherchieren, wo ein anderer Fachmann sitzt und dorthin gehen. Mit allen Unterlagen, Röntgenaufnahmen und was es alles gibt. Wie ist denn dein Zustand im Moment? Kannst du dich überhaupt bewegen oder wie ist das? Ja, ich kann mich bewegen. Ich habe halt ein dickes Knie, ich laufe auf Krücken oder im Rollstuhl, aber man pumpt mich halt regelmäßig mit Schmerzmitteln zu. Ich bin auch an einem Infusomat angeschlossen, wo regelmäßig das Knie noch zusätzlich betäubt wird, weil ich halt sehr starke Schmerzen habe. Kanntest du denn diesen Operateur vorher oder hatte man dir den empfohlen? Das Problem, ja nein, ja ich kenne ihn schon, ich habe hier in der Klinik zuvor schon mal gelernt, Krankenpflege, weißt du, so. Zwei Ausbildungen. Und er hat ja eigentlich einen guten Ruf. Und was bist du eigentlich vom Beruf? Ich bin jetzt Maler und Lackierer. Maler und Lackierer. Darf ich mal fragen, wie es kommt, dass du dann privat versichert bist? Ja, weil ich halt in einer höheren Gruppe arbeite, verstehst du, wie ich meine? Ach so. Andere Lohngruppe. Verstehe. Also, nichts gefallen lassen, es geht um deine Gesundheit und auch nichts vielleicht unnötig verzögern. Vielleicht, wenn man zu lange wartet, gibt es noch mehr Komplikationen. Raus da und in neue, gute Hände. Jetzt bitte ich dich aufzulegen. Wir rufen dich gleich nochmal an und versorgen dich noch mit ein paar Telefonnummern. Alles klar, Domian. Ich danke dir. Alles Gute, gute Besserung. Ja, danke. Tschüss. Das war Stefan und hier ist Florian. Florian ist 26. Hallo, Florian. Hallo. Hallo. Weswegen rufst du an, Florian? Ja, und zwar irgendwie mein Problem ist an sich, ich bin mittlerweile 26 und ich hatte halt noch nie eine Freundin und auch keine Sexualität und das ist halt für mich seit sehr, sehr langer Zeit sehr, sehr belastend. Mhm. Hattest du überhaupt keine Sexualität, also noch nie irgendeinen sexuellen Kontakt mit einem Menschen? Nein. Mhm. Seit wann ist das für dich belastend? Also an sich schon seitdem ich 10 bin, irgendwie, da fing das dann an. Wenn du 10 bist, ne, da denkt man immer noch nicht so sehr darüber nach. Ja, aber es fing halt so irgendwie mit der Selbstbefriedigung dann an zu der Zeit und irgendwie verhärtete sich das dann halt immer mehr und am Anfang war es halt nur die Sexualität und später wurde einem halt klar, dass das irgendwie dann auch irgendwo ein Stück Liebe ist und irgendwo ist natürlich die Sehnsucht nach Wärme und Liebe und Geborgenheit. Ja. Wie erklärst du dir das, dass du bisher noch keinen Kontakt zu... Glaubst du, dass du heterosexuell oder homosexuell veranlagt bist? Nö, ich denke schon, dass ich heterosexuell veranlagt bin. Wie erklärst du dir, dass es noch keinen Kontakt zu einer Frau gab? Ja, also ich habe mit 14 angefangen zu Haschisch zu rauchen
Und das hat natürlich auch schon zu einer Isolation geführt. Und mit 19 fing es dann an mit Alkohol, recht exzessiv. Mhm. Ist dann zwischenzeitlich gebrochen worden durch eine stationäre Therapie. Das habe ich dann auch 1,5 Jahre durchgehalten. Mhm. Und nun stehe ich so gesehen wieder vor dem Alkohol. Und das isoliert natürlich auch. Was heißt, du stehst wieder vor dem Alkohol? Du bist wieder rückfällig geworden? Ja, das schon seit langer Zeit. Also es ist jetzt nicht aktuell, sondern ich habe mit 19 habe ich aufgehört, Haschisch zu rauchen, fing dann an mit Alkohol, dann kam beides aufeinander, dann habe ich halt die Therapie gemacht und ich habe halt von Anfang an circa eine Flasche Wodka am Tag getrunken. Oh. Und jetzt zur Zeit? Ja, und zurzeit ist das halt auch der Fall. Das ist auch der Fall. Das heißt, jetzt, während wir reden, hast du auch schon ganz schön einen im Kahn. Ja, ich habe jetzt zwar ein bisschen Alkohol getrunken, aber ich probiere das halt zu reduzieren, weil ich halt morgen früh wieder aufstehen muss. Und ich probiere das halt irgendwie... Warum musst du aufstehen? Hast du einen Beruf? Einen Job? Ja, ich studiere. Du studierst. Ziehst du das denn ordentlich durch oder lässt es einfach so laufen? Also ich habe, sag ich mal, ich habe meine Ausbildung geschafft, ich habe jetzt meine Fachoberschulreife geschafft, ach so. Alles trotz Alkohol. Achso, trotz der ganzen Suchtbelastung. Genau. Ausbildung, was hast du gelernt? Chemisch-technischer Assistent. Ja, und Fachoberschule geschafft und studierst jetzt. Und was studierst du? Biotechnologie. Also auch ein arbeitsintensives Studium, ne? Ja, und ich merke halt, dass ich halt öfters fehl und es funktioniert halt so nicht. Und irgendwie... Jetzt kann man ja sagen, du bist 26, dass du seit fast 10 Jahren oder so schon Alkoholiker bist. Seit ich 19 bin, also seit 6. Also es fing nicht schon vorher ein bisschen an? Ja, früher fing es halt so ein bisschen, dass man mal halt was getrunken hat, aber es fing halt wirklich... Warum? Du sagst, du warst damals schon mal in einer Therapie. Warum? Du bist ja ein durchaus ansprechbarer Mensch und intelligent. Wieso hast du nicht schon jetzt... in letzter Zeit wieder oder sogar vor ein paar Jahren nochmal die Bremse gezogen und hast gesagt, ich muss etwas verändern, ich mache mein Leben hier kaputt und ich gehe nochmal in eine Therapie. Ja, also ich habe vor der stationären Therapie schon eine Ambulante gehabt und habe danach jetzt auch eine Ambulante gehabt, die jetzt im März, April geendet hat, beziehungsweise ich bin mit meiner Therapeutin übereingekommen, dass es irgendwie, also da auch keine Stunden mehr zur Verfügung waren, dass ich mich halt melde und jetzt wurde es halt abgemeldet, weil ich weiß auch nicht mehr, worüber ich mit ihr reden soll. Also es gab halt... Das heißt aber, es ist alles wieder quasi im Bach runtergegangen und du säust wieder wie vorher? Genau. So, dieses steht im Zusammenhang natürlich auch damit, dass du keine Bindungen aufbauen kannst. Richtig. Kann man so sagen. Warst du mal in deinem Leben irgendwann verliebt in eine Frau? Ja, das ist an sich das Problem, dass ich, glaube ich, irgendwie seit der ersten, zweiten Klasse mich bis vor kurzem regelmäßig in irgendein Mädchen verliebt habe, was dann nicht geklappt hat und beziehungsweise wo ich mich auch gar nicht getraut habe, was dann einfach vor sich hingeschwommen hat, was dann immer abgewechselt hat. Ich wollte gerade sagen, traust du dich denn dann auch an die Frauen ranzugehen? Nee. Nie? Also ich hab's, es gab sowohl in der stationären Therapie habe ich den Schritt mal gewagt, als auch danach, während der Ausbildung habe ich den Schritt gewagt, das leider nicht bejaht wurde, sag ich mal. Du hast es gerade angedeutet im Gespräch, also du befriedigst dich selbst schon. Diese Art von Sexualität findet statt. Ja. Ja, die findet statt. Gab es denn nie mal so die Neugier, zu sagen, ich will jetzt auch mal rauskriegen, wie das ist, mit einer Frau zu schlafen und versuche mal einfach, mich irgendwie auf so einen One-Night-Stand einzulassen? Oder den sogar zu forcieren? Das Problem ist, ich sehe die Möglichkeit nirgendwo, also... Gehst du aus? Eher weniger, also ich fühle mich auch in irgendwie Diskos oder so eher unwohl. Also ich glaube, da ist eine ganze Menge an Problemen Wust um dich herum. Ich nehme das ja ernst, was du sagst mit dem Alkoholismus, was kurz oder lang dazu führen wird, dass du das, was du dir jetzt schon aufgebaut hast, nämlich dass du jetzt am Studieren bist, dass das kaputt gehen wird, ist dir klar, ne? Dass du da auch nicht an dein Ziel kommen wirst.
in einer gewissen Weise wird ja, sag ich mal, das gesamte Leben kaputt gehen. Aber wie? Aber wie? Und das hängt ja alles miteinander zusammen. Jetzt gucke ich gerade auf meine Uhr, Florian. Die Sendung ist gleich vorbei. Leg mal bitte auf und wir rufen dich gleich nochmal an. Einverstanden? Okay. Okay, bis gleich. Gut. Tschüss. In der Technik heute Nacht Malte E-Mails. Ich bedanke mich bei euch fürs Mitmachen, fürs